Gender lustig! Sorry, ich habe 12-jährigen Humor. Wie cool, Alter. Das ist wirklich saugeil. Aber hat die auch Fick-Zertifikat? Ja, das ist dann wichtig natürlich. Das Rennen hier wird immer knapper und knapper. Wirklich, dass ich überhaupt frei habe, ganz ehrlich. Kann schon wieder alles ändern. Wir suchen nämlich den Hochsprungständer Club. Der ist 2 Meter hoch. Ständer lustig. Sorry, ich habe 12-jährigen Humor. Der Sportfirme Hochsprungständer Club überzeugt in der Praxis. 2 Meter Ständer, Conny. Durch besondere Standsicherheit und Wettbewerbsbeständigkeit. Die Sprunghöhe lässt sich sehr leicht und exakt einstellen. Sprunghöhe in Punkt-Zentimeter-Schritten einstellbar. Genauere Ablesbarkeit durch tiefliegendes Zentimeterband. Sicherer Stand. Nach dem letzten Foto bin ich jetzt sehr verunsichert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Könnte jetzt voll teuer sein oder auch nicht. Schraubenschiebern im Druckteller. Stabile Konstruktion mit Abfallsicherung durch den T-Fuß. Naja, aber da auf jeden Fall keine Fick-Verifizierung, ne? Deswegen willst du mal nicht. Ja, wie viel ist es dann wert? Das ist dann wie bei Apple, da machst du durch 4, wenn es keine hat. Oben die Materialsäule ist aus Aluminium, unten der T-Fuß aus Stahl. Aber sind es jetzt 2 oder kriegt man nur einen? Nee, du kriegst beide. Boah, wir sind alle, wir sind kranknah. 49,99. Amina sagt 1500. Niki sagt 350 und Gnu 325,99. Und die Aufholjagd beginnt bei Gnu und ist damit auch auf 3 Punkte. Jeet. Stark. So, jetzt habe ich alles erreicht, was ich erreichen wollte. So, nachdem wir jetzt schon einen Reck hatten und jetzt einen Hochsprungständer, kommen wir zum der BEM Samovar Odessa 3 Liter. Mit dem optisch sehr klassischen BEEM oder BEM Samovar Odessa gelingt der perfekte T in Formvollendung. Das Modell besticht durch kompakte Produktmassen bei voller Leistung, ob integrierter Kalk, Partikelmüll, stufenloser Einstellbar Thermostat oder Trockenlaufschutz. Hier steht der Komfort im Vordergrund. Die Highlights, wir haben extra so eine Highlight-Kategorie. Kalkfilter, Partikelfilter, stufenlos einstellbares Thermostat, Trockenlaufschutz, Überhitzungsschutz, 2 Heizspiralen mit 1300 Watt und 500 Watt, automatisches Abschalten der 1300 Watt Heizspirale bei Erreichen des Siedepunktes. 500 Watt Spirale ermöglicht kontinuierlich Heißhalten des Wassers das bei genau 98 Grad Celsius und außen hochglanzpoliziert, innen satiniert. Mhm. Ich mache jetzt einen Call und da kann ich completely off sein, aber vielleicht bin ich auch sehr gut damit. Die ist 54 cm hoch und das Material ist PP, Edelstahl, Aluminium, Porzellan, Messing, außen hochglanzpoliert, innen satiniert. Zustand Neuware. Das sind die Preise. Die Rate. Toni sagt 229,99. 150 Euro Tamina, 75,99 Niki, Gnu sagt 125,99. Und ganz ehrlich, ja, ich bitte euch, wir verkaufen hier nichts Schrottiges, ja? Oh nein. Wir verkaufen hier nur hochwertige Produkte. Oh mein Gott. Das ist immer ein Beam-Produkt. Für die Jodel, eine Gurke zum Beispiel. Ja, genau, der ist gerade reduziert auf 499, also jetzt zuschlagen, ne? Und jetzt gehen wir weiter, ne? Ihr kennt's alle, ihr seid Influencer, ständiger Stress. Da braucht man dann mehr als die Hokama Haze Shisha to go. Ich finde, das sieht aus wie so ein Produkt, was bei Hülle der Löwen gepitcht wird. Oh ja. Ich finde, das hat so die Energy, so, hey, kennen Sie das auch? Ja. Sie wollen sich unbedingt Traube Minze reinfahren, aber sind unterwegs. Mit Hokama ist das möglich, so. Und dann kommt dieser eine Typ und sagt, ey, ich 25% kriegt ihr, so, und dann passt es. Das sieht aus wie so ein Einlauf. Becher. To go. To go. Wenn es also, mal steckt. Verzichte auf Reisen, nie wieder auf deine eigene Shisha. Die Shisha To Go Haze von Hokama ist der perfekte Begleiter für unterwegs. Sie spart nicht nur Platz, sondern ist auch mit ihren kompakten Maßen und Gewicht ein fester Bestandteil in deinem Gepäck. Wir sind bei Amazon. Die hat 3,1 von 5 Sternen bei 366 Ratings. 118 Gramm schwer, 19, also 20 cm hoch, 19,6. Keine Batterien required. Material ist Plastik. What? Dann haben wir hier noch ein Bild, wo so eine nette Dame sich gerade einen durchzieht damit. Stubi sagt, 5 Sterne hat er gegeben. Ich hätte nicht gedacht, dass so ein kleiner Plastikbecher so viel Rauch erzeugen kann. Außerdem schmeckt sie auch nicht nach Plastik. Wenn man den Kopf mit einer Kohle ausbrennt und sie einmal benutzt hat, gibt es keinen Plastikgeschmack mehr. Richtig geil. Das ist auf jeden Fall Schrott, da sind wir uns einig. Und die Antworten habt ihr auch rausgehauen. Toni sagt, what the fuck, was habt ihr hier für Zahlen auf? 34,99 sagt Toni, 89,99 Tamina, Niki 35,90 und Gnu 29,99. Ja, und ich dachte, also ich verstehe, dass man sich mal was gönnen muss, ja, aber das Ding ist echt Schrott. Das okay, schade. Euro nicht mal. Ich dachte, es ist richtig krass. Überteuert. Es sieht aus wie so ein Startup. Wir gehen zu Produkt 18. Und jetzt haben wir mal wieder was Feines, ne? Das Magic Keyboard für das 12,9 Zoll iPad Pro 5. Generation. Das Magic Keyboard ist die perfekte Begleitung für das 12,9 Zoll iPad Pro. Tippen fühlt sich damit unglaublich an.
Es hat ein Trackpad für völlig neue Möglichkeiten, mit dem iPad OS zu arbeiten, einen USB-Anschluss zum Path-Through-Laden und es schützt die Vorder- und Rückseite des Magic. Ich glaube, ich wollte es mir mal kaufen, habe es ja nicht gemacht, weil es so teuer war. Aber das ist übercool. Ich habe das, ist richtig cool. Wieder wichtig, wir bestellen bei Apple direkt. Ich verstehe nicht, warum nimmt man ein iPad und das Keyboard anstatt eines MacBooks zum Beispiel? Also ich denke mir, ist nicht ein... Weil du das iPad dann auch als iPad actually usen kannst. Und es ist, glaube ich, je nachdem, was du für ein iPad hast, trotzdem günstiger als ein MacBook. Ja, du hast so Touch, aber kannst du zum Beispiel so krass... Touch, du hast diesen Apple-Panel, den dazu holst, so richtig geil. Ist halt eher so kreativ fun, als halt ein MacBook, mit dem halt viel gearbeitet wird. 299,99, sagt Toni. Tamina sagt 350. Niki 150. Gnu 250. Also 250. So, und wir sind hier bei dem Apple-Produkt, ne? Und das kostet 399. What? No way! Eine Tastatur? Und das ist auch der Preis, der jetzt gerade da ist. Aber Apple wäre nicht Apple. Du kannst auch, kein Scherz, du kannst es finanzieren für 24 Raten à 45,90 und dann ist der Gesamtbetrag 1019 Euro. Hä? Also, das ist ja echt. Auf 24 Monate. Wer kauft sich denn das? Wahnsinn. Ach du Schande. Das war das doch nicht wirklich, so teuer. Jetzt kommen wir wieder zu einer Sache. Die ist für jedermann. Und zwar der Funktürklingel mit zwei Empfängern. Ein Taster und zwei Empfänger für die Steckdose. Die Reichweite beträgt bis zu 300 Meter auf dem Freifeld, inklusive Stummschaltung der Klingel und Klingelknopf mit LED-Anzeige. Das Ganze kaufen wir diesmal bei türklingelshop.de. Der seriöse Anbieter für alles um die Türklingeln herum. Hat zwei Bewertungen zu 5 Sterne jeweils. Natürlich, bei zwei Bewertungen. Und zwar sagt Susanne, einfach zu installieren, edler Look und eine Vielzahl von Klingeltönen. Und Hans-Joachim sagt, schneller Lieferung funktioniert. Die Stromversorgung funktioniert über eine Steckdose, die Lautstärke geht hoch bis 85 Dezibel. Wieso habe ich das Gefühl, dass es ein ganz schreckliches Klingelgeräusch macht? Jo. Du hast ja 52 verschiedene Möglichkeiten. 78,99 sagt Toni, weil das ist doch ein gutes Ding, ne? Tamina sagt Schrott, 35 Euro. Ja. Niki 75,99 und Gnu 49,99. Und ich sag mal Gratulation an Niki, die. Ne, an Gnu, Entschuldigung. 61. Aber Gnu hat schon aufgeholt. Ja, Gnu hat richtig aufgeholt. Alles Glück. Gnu ist richtig auf dem Highway. Jetzt kommen halt die Produkte, die Gnu sich halt kaufen würde. Ja, die Flüchtlinge. Vorher schon recherchiert. Dann wäre aber die Gurke dabei gewesen. Aber hat die auch Fick-Zertifikat? Ja, das ist dann wichtig natürlich. Jodeln bringt mir nichts. So, gehen wir weiter. Zur Bobby-Decke mit Stickerei. Zu Ehren von Monsieur Dior's Träumfreund zeigt die graue Decke einen mehrfarbigen, gestickten Bobby-Aufnäher aus Seide, Samt, Pailletten und Kristallen. Das beidseitige Kaschmir-Design überzeugt durch seine kompakte und zugleich leichte Haptik. Drapieren Sie dieses außergewöhnliche Kreation einfach über Ihre. Wir werden es nie erfahren. Ihre was? Scheiße. Ihre was? Sag doch! Ich muss es wissen. Hier. Einfach über Ihre Wohnzimmermöbel oder rahmen Sie es ein wie ein Bild. Es ist so hässlich. Es ist wirklich richtig ugly. Das ist aber so ein richtiges reiche Menschenprodukt schon wieder. Ja. Also es geht ja nur um den Aufnäher, ne? Also, weißt du, wer das bei sich hängen hat, mit Sicherheit? Carmen Geiss. True! Ja! Also, ja. Actually true. Und wir haben noch 4 Highlights. Mehrfarbig bestickter Bobby-Aufnäher, Fransenkanten, 100% Kaschmir und hergestellt in Großbritannien. Das ist wirklich wie so eine richtige Decke halt, die man sich so auch hinten über den Rücken schlagen kann und dann... Und der Hund glitzert, ne? Also sieht man, dass die ganzen Pailletten da... Einer schreibt gerade, das ist so brutal hässlich. Ich würde es jemandem schenken, nur um ihn zu bestrafen. Da ist es was, wo ich mir so denke, ja, Geld kann halt keinen Geschmack kaufen, so wenn wir gleich herausfinden, was es ist. Ich habe das Gefühl, es ist so mies teuer. Okay, wir haben alle Antworten. Toni sagt 2,8, Tamina 2,5, Niki 1200 und Gnu 3,5. Ich glaube, Gnu könnte es sein. Ich bitte euch, das ist Bobby, ja? Richtig teuer. Das ist Bobby, der treue Freund von Dior. 10.000. Was seid ihr für Bande? 10.000. Ey, ganz ehrlich, das ist Bobby. Unter 18.000 Euro bekommst du das nicht. Oh mein Gott. Und Gnu bekommt natürlich den Punkt. Oh mein Gott. Ich hatte fast 800 Euro geschrieben. Schämt euch, ja? Schämt euch, dass ihr mir Bobby so leid, nicht Bram, wirklich. Ernst nimmt. Mir so leid. Ey, Gnu, das größte Comeback in der zweiten Halbzeit hier. Ja. Wir haben noch 8 weitere. Wir gehen zum nächsten. Der 21. Schleich Wildlife 14, 18, 14 Flusspferd. Obwohl Flusspferde nicht besonders gut schwimmen können, verbringen sie fast den ganzen Tag im Wasser. Sie können sich nicht einmal treiben lassen, denn dafür sind sie einfach zu schwer. Wenn sie einen Fluss durchqueren möchten, lassen sie sich zu Boden sinken und laufen.
von einem Flussbett zum anderen Ufer. Also wir sind auf mytoys.de. Inhalt ist ein Flusspferd, handbemalt, detailgetreu gestaltet. Altersempfehlung 3 bis 8 Jahre. Hat 5 von 5 Sternen bei 3 Bewertungen. Aber mir wurde immer gesagt, dass die viel zu teuer sind. Ja, ich habe es drei Knus gekauft, deswegen weiß ich es ungefähr. Auch wieder so ein reichen Ding. Ihr habt auf jeden Fall alle schon gesagt, was ihr meint, was es kosten wird. Toni sagt 20,99, Tamina 15,99, 12,99 sagt Niki und 25 Euro flat sagt Gnu. Und Niki kennt sich mit Schleichtieren aus. Wow. Das Flusspferd geht zu dir. Krass, ja. Die sind teurer. Ich hatte irgendwie so im Kopf, dass die immer so 14 Euro gekostet haben oder 15. Ja. So, meine sehr geehrten Damen und Herren, jetzt hier Sport Street Kurt Flex. Der Sport-Theme Street Soccer Kurt Flex ist eine mobile Outdoor-Anlage mit zeitlich begrenzte Einsätze. Ideal für Events, Vereins- und Schulfeste sowie Betriebsfeiern. Einhänge- und Klettersystem für einen leichten sowie schnellen Auf- und Abbau. Die intensive Nutzung. Das Ganze ist 11x6 Meter groß. Ich wusste nicht mal, dass es sowas gibt. Gut lagerbar, robust, wetterfest, geräuscharm. Ich frage mich, warum soll das Ding auch Geräusche machen? Jo. Und die Banden haben extra die standardisierte Sponsoring-Größe. Oh, nice. Wichtig. Nice. Man braucht steht zwar mobil, aber die sieht so richtig, richtig klobig und scheiße aus, aufzubauen und wieder Stunden, abzubauen. Hier steht Montagezeit mit 2 Personen. Erstmontage circa 4 Stunden, danach circa 2 Stunden. Und das Ganze starke Lernkurve. Ist auch wirklich schön, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, da könnt ihr jetzt überall so schön unsere Streamer-Namen so rundherum machen. Wir so ein Street-Soccer-Turnier. Sehr cool. Hab also nicht zuhören können. Tamina sagt 7000. Niki 2500 und Gnu sagt 7450. Ja, und ich bin mal wieder enttäuscht von euch. Ja. Oh nein! Gnu hat den schon wieder! Wenn man sich den Street-Soccer Kurt Flex holt von Sport-Teame, ja, dann kriegt man ein Qualitätsprodukt, möchte ich sagen. Scheiße. Ja, wenn nicht sogar das Beste. 16.199 Euro. Und Gnu hat zwar nicht zugehört, aber der hat einfach mal geschätzt und zack. Ich denke halt immer so, wenn das sich in der Schule leisten kann. Ja, genau, das denke ich mir auch. Wie reich sind Schulen bitte? Ja. Warum sehen die Kloster immer so aus wie Scheiße, wenn Warum die sich haben was wir leisten nur dumme können? Stühle? Ja, einlagiges Klopapier. Was ist das? Krass, ich habe gedacht, ich habe schon richtig hoch gesetzt, dachte ich. Ich war so, boah, ich bin richtig hier heavy dabei. Kommen wir zum nächsten. Schilder kennt man, hängen ja in Deutschland überall rum. Und wir suchen das Fußgängerüberwegsverkehrszeichen retroreflektierend Reflexfolie RA2B. 90 cm Seitenlänge, 2 mm Blechstärke, Geschwindigkeitsbereich 50 bis 100 km/h. Es ist das Verkehrszeichen Fußgängerüberweg der deutschen Straßenverkehrsordnung DIN 67520. Das ist jetzt wahrscheinlich auch wieder richtig teuer oder so. Das ist tatsächlich, also 10.000. Das ist das offizielle Zeichen, was so irgendwo hängt. Ich weiß halt nicht, ob der Staat auch so viel dafür bezahlt oder so wenig. Also wenn man es geschickt anstellt, ist umsonst. Ja, das stimmt. Ist, worauf ich hinaus. Ja. Ich habe schon so viele TikToks gesehen, wo Leute so Straßenschilder einfach so casual als Deko rumliegen haben. Ich denke mir so, wie macht ihr das so? Toni sagt 179 Euro, Tamina 250, Niki 120 und Gnu 79,99. Und auch wenn Niki gerade nicht da ist, geben wir einfach ihr den Punkt in der Abwesenheit. Denn das sind 130,90 Euro. Okay. In der aktuellen Variante, die alte, das sind die noch nicht so geil reflektieren, die kosten nur 100 Euro. Dann raidet mal die Straßenschilder und verkauft ihn zurück. Wisst ihr Bescheid? Wir kommen zum Artikel 24 und das ist ein Artikel, den möchte, glaube ich, jeder haben, egal welches Alters. Looping Achterbahn ruft dir den Nervenkitzel in Erinnerung, denn du auch deinen Lieblingsachterbahn verspürt hast. Doch diese Achterbahn fasziniert nicht mit rasanten Fahrten, denn die Lego Trademarkzeichen Looping Achterbahn 10303 ist ein Bauprojekt für Erwachsene. Also die Zeit, all die faszinierenden Details an diesem voll funktionsfähigen Modell einer Achterbahn in aller Ruhe nachzubauen. Krank. Es hat 3756 Teile. Da kann man auch eine Achterbahn fahren lassen, es funktioniert. Bestimmt wie so Carrera funktioniert das irgendwie. Dann gucken wir mal ganz kurz, wie groß das Ganze ist. 36 Zentimeter, Entschuldigung, Quatsch. Na, Zoll. Also 92 Zentimeter ist das Ganze hoch, wenn man es komplett aufgebaut hat. Ach, und das, also ich ändere meinen Guess nochmal. Das ist damit die höchste Lego-Achterbahn jemals. Gibt es noch irgendwas an Informationen? Es gibt verschiedene Elemente, man kann ganz viel dazu kaufen und man kann tatsächlich hinten diesen Aufzug, den man da sieht, den er sieht, der wird tatsächlich dann über Strom betrieben auch.
Die Achterbahn fährt dann wirklich nach oben, kippt nach vorne und dann durch die Schwerkraft fährt er einmal bis nach unten. Ich kann euch in der Zwischenzeit mein cooles Lego-Produkt zeigen. Sekunde. Ich habe auch noch eins, was ich aufbauen muss. Ich habe dieses Bouquet-Dingens. Oh, oh nice, oh, der ist das geil. Ist so cool. Oh, süß. Oh, das cute. Ist cool. Coole daran. Das Very ist cute. Cute. Ja. Cute. Was? Oh mein Gott. Wie cool, Alter. Das ist wirklich saugeil. Ja, I love it. Toni sagt 899,99. Tamina 420, Niki 890 Euro und Gnu 750. Mm. Und natürlich enttäuscht mich Tamina nicht. Ja? Sondern ist halt danke. Einfach fast on point. Ne? Krass. 399,99 bekommst du den verdienten 5. Punkt. Danke, es geht mir letzter gut hier. Wir haben jetzt noch 4 und Toni und Gnu haben beide 7 Punkte und Niki und Tamina beide 5 und da ist noch alles drin, möchte ich ja nur sagen. Uiuiui. Und zu zeigen, wie geil ihr seid. Oh, den hat Max, glaube ich. Uff. Den hab ich. Gehen wir jetzt Leute. Philips OneBlade Ersatzklingen. Au. Oh. 220/50. Der Philips OneBlade wurde für das Styling im Gesicht und am ganzen Körper entwickelt und trimmt, puntuiert und rasiert Haare jeder Länge. Dank der Gleitbeschichtung und der abgerundeten Spitzen sorgt er für eine einfache und angenehme Rasur. Und mit einer Schneideeinheit, die sich mit 200 Mal pro Sekunde bewegt, ist sie selbst bei. Tja, das werden wir also nie erfahren. Also ist das jetzt die Ersatzklinge oder das... Ja, die Ersatzklinge. Das ist nur Replacement Blade. Ja, okay. Bei also Amazon nur eine. Mal. Okay. Wir sind bei Number of Blades 2 sind da drin. Wir haben 28.294 Ratings, die 4,7 von 5 insgesamt geben. Was ziemlich stark ist, ehrlich gesagt. Und die schlechteste ist von Condi, der sagt, beide Seiten sind kaputt angekommen. Ja, okay, kann tatsächlich mal passieren. Und es ist das eine Klinge, nicht. Ne? Es sind zwei Klingen. Toni sagt 10 Euro, Tamina 29,99, Niki 21,99 und du sagst auch 29,99. Das Rennen hier wird immer knapper und knapper, denn oh. Niki bekommt hier den Punkt bei 24,99. Oh. Ich weiß, wir überlegen 25, shit. Wir sind mittlerweile echt eng zusammen. Wir haben noch 3 Produkte und wir kommen zum drittletzten. Scheiße. Oh Gott. Dem Haier HTF 610 DSN 7 Cube Serie Kühl-Gefrier-Kombination. Nutzinhalt sind 628 Liter, einzigartige Optik und aus Nanobeschichtung, dunklem Titan. ABT, antibakterielle Technologie mit UV-Licht für mehr Hygiene und Humidizone. Obst, Gemüse, Salat, zweimal frisch und länger haltbar. Keine Ahnung, wie viel länger, also wo die Relation zu ist, wissen wir nicht. Dryzone auch. Stützen Sie Produkte, die Sie gern trocken mögen. Das Ganze hat 202 Ratings bei 4,6 von 5. Kann man heute bestellen und kommt Dienstag an. Wir sind bei Amazon. Wichtig ist, wir suchen die Serie 7. Ja, falls ihr euch das vorstellen möchtet, ihr seht ja gerade den geschlossenen Kühlschrank. Oben ist die Kühlschrankkombi und unten ist die Gefrierkombination. Ihr könnt beide Seiten separat öffnen oben und habt damit den Raum komplett. Unten die Gefriertür könnt ihr die linke und die rechte Tür jeweils öffnen und habt ihr quasi also zwei Gefriertüren. Also Doppeltüre, ja, drin. Die sind... Oh, ich hab so unterschätzt. Die sind... Wichtig ist noch, Ice-Water-Dispenser not included. Also das ist vielleicht noch ganz, ganz relevant. LED-Lichter hat er mit dabei. Der ist 1,90 Meter mal 71, mal 91 mal 74. Alle haben schon geantwortet. Da war der schnell. Tool sagt 1.400 Euro. Tamina sagt 1.750. Niki 899,99 und Gnu 9.000. Niemals. Ich kenne einen, der so viel kostet, deswegen. Kommt es halt auf die Marke an. Jemand dabei, der wirklich Knäppchen ist und Toni ist weg. Alter, nice. Yeah. Wichtiger Punkt. Wichtig. Und damit haben wir nur noch 2 Runden. Ach, und es ist wirklich knapp. Da haben wir ihn. Den FA Sports Little Boss Outdoor Kinderrückentrag mit Sonnenschutz. Little Boss. Bietet ihnen und ihrem Kind rundum Komfort und Schutz. Alter, ganz ehrlich, als wenn du diesen Rucksack aussetzt, da sitzt da hinten das Kind. Egal. Mit einem gepolsterten Riemensystem für perfekten Sitz. Ganz ohne Rückenschmerzen. Das ergonomische Design beinhaltet Sicherheitsgurte sowie ein Regen- und Sonnenschutzcape als... Ja, werden wir nie erfahren. Kriegt man auch das Kind dazu? Immer diese Cliffhanger. Wichtig ist, wir suchen die, das Dings auch in Blau. Also in diesem Blau, was wir da haben. Den gibt es nämlich auch noch mit Gelb statt Blau und Weiß. Und dann kostet der anders. So, was habe ich hier für euch für Informationen? 20 halt... Kilogramm hält der maximal aus. Ja, also ich kann meine Katze reinsetzen. Dann haben wir 5% Polyester und 5% Eisenrohr. Volumen 18 Liter. Passen da noch rein zum... Ja, so Stauraum. Und insgesamt wiegt er selber 2,3 Kilogramm. Wir haben 90 Ratings bei 4,5 out of 5 Stars. Boah, das war relativ schwer, wenn er schon 2,3 Kilogramm wiegt. Und ich vergleiche gerade so mit meinem IEL-Backpack. Ja. Ich finde das ein richtig deutsches Produkt. Ja.
Ich finde, es hat so richtig Allmann-Energy. So. Meinst du ja, wegen dem Regen- und Sonnenschutz-Cape? Ja, ja. Ja. Ja, steht bestimmt dann drunter noch bei Amazon die Bewertung. Übrigens, dazu passen noch Sandalen mit weißen Socken. Oh ja. Mit Helm. Dieses Kauf-Together-Ding. Ja, genau. Warten wir kurz noch auf Tamina, die jetzt auch fertig ist. Und wir haben 320 von Toni, 130 von Tamina, 150 von Niki und nur noch 350. Oh, ich wollte auch 300 sagen. Ja, aber damit wärst du ganz falsch gewesen, weil Tamina denkt sich so, ey, ne, schon mal hier, ich sehe mich da ja. Mit einem schönen Pünktchen von 89, 91. Geil. Und damit gehen wir ins letzte Produkt mit Toni 8 Punkten, Gnu 7. Das heißt, ihr könnt auch beide Erster werden. Oder aber Tamina oder Niki noch jeweils Zweite. Also hier ist noch Spannung angesagt. Das ist richtig spannend, wirklich. Das letzte Produkt nochmal ausschütteln. Okay. Bereit. Wer braucht's nicht, ne? Den Kaso Vakuum. Okay, ein Kaso Vakuumierer. Fastback 500, das vollautomatische Vakuumierungssystem zum Vakuumieren ihrer Lebensmittel. Vakuumiert. Mein Gott, also kann da vakuumiert drin sein. Vakuumiert bleiben ihre Lebensmittel länger frisch als bei herkömmlichen Aufbewahrungsmethoden. Ganz natürlich ohne Konservierungsstoffe. Tiefgekühlte Lebensmittel werden vor Gefrierbrand und Aromaverlust geschützt. Cool. Wir befinden uns bei warg24.de. Das sehe ich immer in TikTok, wenn doch diese asiatischen TikToks kommen, wie irgendeine asiatische Frau nach der Arbeit ihren Abend verbringt. Da sind die immer dabei. Diese Videos sind so fucking funny. Ich gucke die auch immer an, weil es irgendwie so beruhigend ist, aber es ist so viel Schnickschnack und da ist das jedes Mal dabei. Ich glaube, meine Tante hat den. Oder so einen. Inklusive des Kaso Vakuumierers sind zwei Vakuumierungsrollen mit drin. Oui. Rolle 1 ist 20x300 und Rolle 2 ist 28x300 cm. Doppelter Kolbenpumpe und kraftvoller Motor, gewerblich nutzbar. Sichere Versiegelung mit doppelter Schweißnaht. Eingebauter Cutter, Vakuumierungsschlauch ist mit dabei. Ja, und die beiden Folienrollen, das habe ich ja gerade gesagt. Wie viele Bewertungen hat der? Der hat 5 von 5 Sternen bei 3 Bewertungen. Marita sagt, der Vakuumierer ist einfach spitze. Ich würde ihn sofort wieder kaufen. Und Eugen schreibt, alles super. Ich liebe so nichts auf seine Rezension. So, alles super. Alles super. Klammern, kein Wort. Mehr Informationen habe ich für euch da nicht. Ich kann euch nicht sagen, wie groß das Ding ist. Ich habe 7-mal geändert, mein Guess. Toni sagt 200 Euro. Tamina 175. Niki 120. Und Gnu sagt 69,99. Und ich kann sagen, das wird ein Kampf. Niki und Tamina seid beide leider raus. GG. Wo war er? Ich bin wir so sauer. Wir haben 238, 59 und damit macht Toni auch noch den letzten Punkt. Ey. Und gewinnt damit knapp mit 9 Punkten. So teuer ist das? Es war meine Ehre, weggerieft zu werden. Ja. Ist auch vom Kaso, ja? Das ist wieder so ein Premium-Produkt, was wir angeboten haben. Ach so. Eine Food-Manager-App gibt's auch noch. Ja, das war das, was ich dachte. So, da ist noch so eine Food-Manager-App, so App-System mit hinter. Das muss so ein bisschen teurer sein als der klassische Vakuumierer. Das war's auf jeden Fall beim Preiseraten. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß dabei. Und Vielen Dank für die Einladung. Oh, es war so knapp. Ich danke euch, dass ihr allen dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Danke fürs Organisieren. Bram, ich danke dir vielmals fürs viele Texte vorlesen. Ja, danke. Kein Problem, hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Bis dann. Wir sehen uns. Tschüss. So, ich hoffe, euch hat's auch gefallen, Chat. Ich muss sagen, Preiseraten ist for some reason immer ein Format, was überraschend problemlos immer klappt.